Folge Nummer 33 von Oxygen Not Included. Wir schauen wieder zu, wie die Jungs hier das Becken machen. In der Hoffnung, dass es da weitergeht. Pumpe schon ausgehoben, alles klar. Die Tür wollen wir zerlegen, ja, steht da auch schon dran. Und wir sind da dran, wie es weitergeht. Lassen wir mal kurz nach Sanitär gucken, wie weit war das denn jetzt mit der Leitung hier noch. Okay, da fehlt uns ein Stück. Da. Das ist der Gebäudeauslass. Das muss dann da hoch. Gut. Und das ist der Einlass. Dann muss ich da noch mal überlegen, was wir da machen, ne? Ja, schauen wir mal. Ja, wird werden. Mach das erstmal aus. Pumpe wird sogar schon gebaut. Wie ist denn die Stromleitung von der Pumpe? Die ist noch nicht gelegt. Machen wir das mal so dann da. Aber wir schließen sie noch nicht an, oder? Nein, lass mal. Dann ist es auch fertig. Gut, da wird weitergebaut. Rohrleitungen werden gemacht, sehr schön. Mal gucken, wie das wird. Okay, hier ist schon fertig, aber da oben wird nicht weitergebaut. Wie ist denn die Prio da oben? Die ist teilweise nur auf 5. Machen wir sie mal auf 7. Damit wir das hier mal fertig kriegen. Na komm, das muss ja sowieso, das Becken muss ja komplett fertig werden. Das hat ja keinen Sinn. Der Strom muss auch fertig werden, also gleich auch dahin. Und wenn wir schon dabei sind, das auch. So, Priorität liegt jetzt hier. Was macht's Essen? Oh, wir haben richtig viel Essen. Wird hier gerade geerntet? Oder, die wurden alle wahrscheinlich hier geerntet, alles klar. Ja, jetzt gehen die Bauarbeiten an diesem Becken doch schneller voran. Wenn das da oben fertig ist, dann können wir da auch weitermachen. Können aber hier schon mal weiter ausgraben. Und da eigentlich auch. Da können zwei Steine hin, dass das zu wird. Ja. Ach so, ja, Prio wäre schön gewesen. Zup. Zup. Jetzt machen wir da sogar Prio 9 sogar. Naja, egal, passt schon. Okay, hier oben ist es gleich zu. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier weiter runter. Okay, also wir können ja den auf jeden Fall auch wegmachen. Und hier geht der und der und der. Und ja, da geht auch das. Ja, der kommt ja da auch in die zweite Reichweite, genau. Gut, und dann geht das auch. Und hier geht auch schon was, oder? Unser Drucker ist angegangen. Was sagt denn unser Drucker für schöne Sachen? Hilfspaket mit Leaf Samen. Ja, was anderes können wir nicht. Und die, warum sollen wir die dann nicht nehmen, ne? Jetzt ist beinahe gesagt, spätestens können wir sie noch verkaufen, ne? Aber wo ist hier der Market? Okay, da geht schon mal was. Und ich denke, wir sollten da auch schon Transportaufträge einpacken. Die sagen, dass das alles weg muss. So, da oben ist zu. Das bedeutet, wir können hier weiter graben. Es geht sowieso, glaube ich, immer. Dann kommen ja zwei Felder sowieso noch hoch, ne? Ja, das geht auch. Wunderbar. Weiter geht die Reise. Sie holen auch schon was ab. Hier muss noch was gepflanzt werden. Fingerhutschilf geht auch, okay. Temperatur 35 bis 5, Luftdruck mindestens 150 Atmosphäre, Chlorgas haben wir nicht.
Da, was haben wir hier? Das ist bestimmt was Kaltes. Minus 55 bis 5 Grad, okay. Ja, die würde gehen, ne? 5 bis 30 Grad Licht ist da. Pflanzen wir die da ein. Hier wächst aber was, oder? Ja, oder? Melos, Melosamen. Mehlholz wächst, ach so. Mehlholz wächst, okay, 7%, alles klar, geht. Gut, ja. Es ist die Frage, wie es hier weitergeht. Schwierig. Ja, hier ist es leider nicht funktionstüchtig, zu wenig Ressourcen, Eisen. Und das liegt hier daran, dass wir hier auch nicht weiterkommen, ne? Essen, 10.000, alles ist gut. Haben wir die Matschregel letztens rausgenommen? Ja, machen wir auch für die neuen. Ja, Blödsinn. So, das heißt, wir kriegen jetzt immer diese fertig gebratenen, frittierten Matschregel daraus. Ja, gut. Wie sieht's hier oben mit dem einen Stück aus? Das ist schon fertig gemacht. Das ist gut. Die Tür ist auch fertig. Und hier sind noch Abholaufträge dann, ne? So, Wasserleitung mal kurz angucken. Sanitär. Das Rohr ist schon fertig. Ach so, das lassen wir erstmal, weil, ne? Das wäre ja Schmutzwasser. Das wollen wir bestimmt nicht da rein haben. Radiator, wir sind bis hier unten hin schon. Ich glaube, wir können hier doch so machen, oder? Da anschließen geht auch, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das da regeln wollen, ne? Wie ist denn die Prio da? Das ist das Dingens hier noch nicht. 6 ist doch auch schon so weit. Gucken wir mal. Okay, hier wurde schon gebastelt. Das heißt, können weitergraben. Okay, aufgeräumt wird wohl gleichzeitig. Er baut auch schon einen dahin, das ist sehr gut. Sieht erstmal nicht verkehrt aus, ne? Jetzt kommt der nächste und baut da. Sehr schön. Irgendwie müsste man da ja auch hochkommen, ne? Das würde ich mal gerade so überlegen, ne? Ah ja, ist schon fertig. Das bedeutet, weiter geht die Reise hier. Da unten wird auch gebaut, sehr gut. Er wühlt sich da rein und wird nachher überbleiben, ne? Der kommt dann immer raus, oder? Was ist das für Material, was er da abgräbt? Granit. Sandstein. Okay. Geht erstmal. Das wird auf jeden Fall fertig gebaut. Und läuft erstmal. Was haben wir an Essen? Oh, reichlich. Ist ja mal schön, dass man mal nicht aufs Essen gucken muss, ne? Cool, wie der Ziegel da gerade gemacht wurde. So, jetzt ist zu überlegen, was machen wir hier? Ich würde diese beiden erstmal einmal abbrechen und dann noch weiter aushöhlen. Wir müssen irgendwo noch eine Leiter basteln dann, oder? Weil hier ist auch Kupfer, ne? Ja. Das bedeutet, wir setzen da mal eine Leiter ein. Weil irgendwie müssen wir da ja hinkommen, oder?
Machen wir so. Das müssen wir zerlegen dann. Und er muss erstmal da weg, das ist das Problem. Warte, wir können hier weitergraben. Dass er jetzt hier kaputt geht, der, das muss ja auch nicht sein. So, wenn er das gleich fertig hat, dann können wir da durch. So. Das geht alles wunderbar. So, hier unten muss auch noch abgebaut werden. So, jetzt können wir die drei noch machen und dann geht's voran, oder? So, dann müssen wir wieder aufräumen. Und da sind schon wieder Behälter voll, ne? Und das müssen wir dann mal ändern. Magmatit. Nee. Rohmineral, ne? Da ist es. Gut, passt. Der fehlt Strom, aber das ist angeschlossen soweit, dass wir das nachträglich noch alles basteln können, ne, oder? Ja, das passt ja schon mal. Und Rohrleitung, sanitär. Ist sie noch nicht angeschlossen. Basteln wir das erstmal da ein, oder? Warte mal, da brauchen wir eine Rohrbrücke. Fließt so rum, das heißt zweimal drehen. Und dann das Rohr daneben anschließen. Na, weiß ich noch nie, wie weit wir da müssen. Das lasse ich erstmal so. So, die können jetzt was machen, das ist wichtig. So, er baut da noch weiter ab, das ist auch cool. Und der Hatch ist jetzt gerade da. Das würde eigentlich bedeuten, dass wir jetzt hier schnell die Schlupfschleuse bauen oder ganz zu bauen. Oh, jetzt läuft er da wieder rum. Warte, brechen wir das ab. Ja, nützt nichts. Wir müssen, glaube ich, erst für den Hatch da ein bisschen weiter reinbasteln, abgraben. Jetzt ist er halt wieder da drinnen, ne? Prio 9. Jetzt pass auf, jetzt macht einer den Stein da fertig, wa? Ja, war klar, ne? Ah. Ja komm, dann kriegen wir das auch andersrum hin, oder? Graben. Oh, ich glaube, die beiden werden jetzt gleich keine Luft mehr haben. Zerlegen auf Prio 9 diesen Stein. Ja, ich weiß, ich bin da dran. Die Jungs können sich aber gerade selber retten. Wo ist der Hatch? Geh hier hin, ey. Prio 9 ist schon ausgewählt. Ah. So, jetzt macht zu. Ah, der läuft darüber noch. Shit. Abgebrochen. Dieser kleine Hatch, der nervt. Geh du mal da hinten wühlen. Oh, jetzt wird's Nacht, jetzt macht das keiner, ne? Ah.
Na, jetzt brauchst du nicht mehr machen, jetzt ist schon erledigt. Komm, spring hoch. Nein, wieder nicht. Okay, ich glaube, es ist ihm da zu hoch. Kann das sein? Auf Graben und den Stein noch weg. Geht das durch die Lücke? Ich glaube nicht, oder? Müsste man checken, ne? Jetzt läuft er natürlich bis hinten hindurch, ist klar, ne? So, Tag wird's. Er geht in die Richtung, das heißt, ich setze das da hin und hoffe, dass jetzt mal einer das zubaut. Kommt aber gerade keiner. Jetzt kommt er, aber der ist zu spät, oder? Shit. Einfach nur doof. So, wenn der sich umdreht, machen wir's. So, jetzt komm mal einer da schnell bauen. Ja, jetzt aber. Das müsste doch klappen, oder? Jetzt bastelt das sofort zu. Wunderbar, er ist gerettet dann. Okay, das bedeutet, wir können auch hier weiter graben, dann geht das auch, dass die da, ne, durchgehen. Da kommt noch ein Stückchen Leitern. Was ist mit dem Essen? 5, 7, okay. Dann kommen wir da auch wieder hoch, alles ist gut. Na, er ist ja schon begeistert wieder am Abbauen. So. Kommt er denn da hin? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne, oder? Oh, da ist ein Hedge runtergefallen. Naja, da unten kann er aber langlaufen. Da ist ja alles gut. Ich glaube, wenn die Leiter da ist, können sie es vielleicht schaffen, oder? Das müsste auch noch klappen, während sie da unten stehen. Was ist denn da schon wieder voll? Kupfererzlager nicht verfügbar. Sehr interessant. Haben wir so viel Kupfererz, das ist ja cool. Ah, da ist auf jeden Fall einer jetzt hingekommen. Und das ist auch schon fertig gebaut. Das ist doch richtig cool. 6.000, 5.000, alles passt mit dem Essen. Soweit ist gut. Hier wird auch ordentlich produziert. Becken ist bald fertig. Die müssen nur noch das bisschen da wegräumen, dann ist das auch schon geklärt. Sind sie aber auch bei, wie man sieht. Das bedeutet, wir können eigentlich schon mal anfangen, dieses Ding jetzt umzubauen, ne? Sanitär, Rohre. Und los geht's, aber wir könnten erstmal gerade hier zerlegen ein. Prio, zerlegen. Ja, ist auf 9, glaub. Sanitär ist gefragt. Isoliertes Rohr ist da genommen worden, okay. Bastelt das einer da? Oh, guck mal, das ist schon fertig. Okay. Hier kommt jetzt gerade das Wasser raus. Wischen, aufwischen.
Jetzt nicht da unten noch runter, ey. Sanitär bitte einmal. Sanitär bitte. Boah. Abbauen. Zerlegen mit Prio 9 bitte. Dann passt das doch erstmal, oder? Na, jetzt geht das da unten auch noch hin. Wischen. Wischen. Und nochmal wischen. Und wischen bitte mit 9 natürlich, ey. Oh. Na, wieder Wasser verschwendet hier unten. Naja, egal. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ganz toll ist es auch nicht. Das Wasser kommt ja gar nicht von hier. Das kommt woanders weg. Wo kommt das Wasser jetzt weg? Ach doch, da. Ein bisschen geht da ja auch rein, ne? Gut. Aber hier wird nicht geerntet. Da auch nicht. Schlecht. Okay, Wasserproblem ist eigentlich erstmal gelöst. Hier oben ist noch ein bisschen zum Wischen, aber sonst geht's. So, das Wasser träufelt da auch rein und hier wird gearbeitet. Das ist das Wichtigste. So, jetzt müssen wir noch mit der Pumpe weiterkommen. Ja, sanitär. Das geht da rein, das heißt, das muss eigentlich dann da rein. Hoffen wir, dass das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Müssen wir gucken. Der ist voll. Wie heiß ist denn das Wasser? 44 Grad, okay. Da ist schon wieder einer nicht. Granit ist nicht lagerfähig. Gut. Sammel das mal schnell auf. Warte, da ist noch einer. Hol mal die drei Sachen dann noch schnell raus. Die Rohrleitungen werden da gebastelt, das ist gut. Die holen sich natürlich gerade nasse Füße, ne? Ach, hier sind ein paar Punkte zu vergeben, sollten wir mal gucken. Oder ein paar, einer wahrscheinlich, ja. Er hat schon das erreicht, was er wollte. Fünf, drei, zwei, hier oben ist eigentlich gut, da ist gut. Na, Künstler wäre natürlich noch offen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so Prio 1. Ja, dann machen wir hier weiter. Und noch einer Punkt. Das muss aber da gerade passiert sein, oder? So, hier unten. Der ist schon fertig. Das ist schon gut. Ja, tragen ist immer nicht schlecht, ne, oder? So, läuft erstmal. Je, jetzt ist aber doof, ne? Ich hab doch gerade erst gemacht. Einer nach dem anderen jetzt hier, oder was? Ja, zack. Ne, den kann er schon. Dann kann er auch da schon. Okay. Gut, läuft. Okay, unser Wasserproblem ist erstmal gelöst. Also unser Dingens hier läuft. Hier oben sind wir relativ gut unterwegs. Diese Tür machen wir auf Abschließen. Weil die müssten dann da lang gehen. Wir machen hier vielleicht noch eine Leiter rein.
Wenn da was ist, dann kann man das da machen. Und aufräumen sollen sie ja auch noch irgendwann. Und da gibt's Eis. Eis kann ich jetzt aber nicht gebrauchen. Ja, die sind hier am Basteln. Wir gucken, dass es dann fertig wird. Dann können wir noch gerade den Strom für die Pumpe anschließen. Dann kann die auch laufen. Ach, jetzt läuft die schon. Okay. Aber naja, ist doch alles gut erstmal, oder? Der Haufen ist weg. Das ist ganz cool. So, und dann kommt da auch Wasser wieder da rein. Und dann ist das irgendwann auch voll. Ich hoffe nur, die andere Richtung funktioniert auch noch. Ja, das geht auch noch. Sollte eigentlich alles so klappen, wie wir uns das vorgestellt haben, oder? Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, was ihr noch für Ideen habt. Und teilt das Video auf euren Kanälen. Und dann freuen sich andere Leute auch an Oxygen Not Included. Alles klar, bis dann. Tschüss.